Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher und schaut es euch an. Es ist dunkel. Ich hab Angst. Ich will nicht das Tor öffnen. Okay. Ich hör auf mit dem Quatsch. Öffne das Tor, Geralt. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich laufe jetzt einfach ein bisschen rum. Ich schaue mir mal den Badeplatz der Najade an. Ich glaube, da sollten sich des Nachts Ertrunkene rumtreiben. Und die werde ich jetzt vernichten. Mit der Faust der Gerechtigkeit. Oder dem Schwengel des knallharten Witchers. Eins von beiden. So, da geht's lang. Ich muss sagen, es ist nachts hier ganz schön ausgestorben. In Visima, da gab es wenigstens noch immer ein paar Monster, aber so. Ist doch langweilig. Was ist das? Alvin? Du hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du Scheiße. Ich glaube, das ist ein... Ja, das ist eine Aufgabe für den starken Kampfstil. Ein Verschlinger. Das sind also diese Bestien, die aussehen sollen wie tote Schwiegermütter. Und es stimmt. Sie sind hässlich. Ihr habt mich gerettet. Ich hatte solche Angst. Ja, das hört man. Alles wird gut. Ich weiß. Warum hast du am Flussufer gespielt? Ich habe einen verwundeten Hund gefunden. Shani sagt, sie kann Verletzte versorgen. Was habe ich mir nur gedacht? Gemeinsam vor dem Kamin sitzen? Vielleicht zusammen sesshaft werden? Oh. Zumindest habe ich ihr keinen Antrag gemacht. Shani verdient einen normalen Mann. Jemand, der sie versorgt, der nicht durch die Welt zieht und für eine Handvoll Münzen den Hals riskiert. Ich habe nicht das Recht, sie und Alvin in diese Lage zu bringen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Shani. Ach, Geralt. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche... So klang er schon mal. Legt die Halskette an. Deune, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Mund. Okay, ich glaube, er ist wahnsinnig. Alvin ist in Sicherheit, heißt also Quest, der Questlog. Das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. So, hier waren Ertrunkene. Die jetzt irgendwie auf einmal weg sind. Na toll. Aber warum sind sie weg? Wegen dem Verschlinger? Es scheint also eine Hierarchie der Monster zu geben. Ertrunkene haben Angst vor Verschlingern. Vielleicht sollte ich mir einen Verschlinger um den Bauch binden. Okay. Da vorne ist was. Ach du Scheiße, ein Riesentausendfüßler. Ein weiterer neuer Gegner-Typ, der sich... Achtung, Moment. Ja. Er bewegt sich unterirdisch fort. Er ist quasi wie die Echinops, nur dass er sich bewegt. Aber dafür habe ich jetzt eigentlich keine Zeit. Ich müsste mal zu den Ruinen. Da zeige ich euch etwas Lustiges. Wobei, eigentlich sollte ich eigentlich bis zum Morgen warten, bis ich euch das zeige, aber vergisst es.
Das mache ich doch jetzt. Wo wir gerade schon dabei sind. Hoho. Können wir das auch gleich machen. Diese Gegend hier ist ziemlich trist. Also Kapitel 4 lädt eigentlich doch schon zum Erkunden ein, aber hier haben wir momentan gerade nicht viel einen Ort der Macht. Wir können ja jetzt zweimal das Ritual der Magie durchführen am Tag, das ist immerhin schon etwas. Auch wenn ich Magie jetzt irgendwie nicht so häufig einsetze, aber das soll der Sache keinen Abbruch tun. So, wo ist das? Da hinten. Seht ihr die Ruine? Da müssen wir hin. Natürlich, wenn mich die riesen Tausendfüßer nicht vergewaltigen. Weg. Hier. Es wird schon angezeigt. Hier liegt ein Skelett. Wenn wir dieses Skelett anklicken. Boom. Das ist kein Gegner, nein. Wer wagt es, mich zu stören? Geralt von Riva persönlich? Ihr seid berühmt im Totenreich. Da habe ich auch schon viele hingeschickt. Was wollt ihr, Gespenst? Etwas Zuneigung. Verständnis. Werde nicht zornig. Ich scherze. Ich spuke nur an diesem Ort. Okay. Was hält euch hier? Das Einzige, das stärker ist als der Tod. Liebe? Ich wusste nicht, dass ihr so romantisch seid. Ich auch nicht. Ich spreche natürlich vom Würfel. Lohnt es sich, für ein Spiel zurückzukehren? Es ist eine Leidenschaft. Kein Spiel. Ich weiß es. Ich habe beim Pokern Vermögen gemacht und verloren. Und mein Leben verlor ich durch eine Pechsträhne. Ein Spiel? Nur zu gern. Soll ich für euch würfeln? Das schaffe ich gerade noch. Okay. Also das Einzige, was stärker ist als der Tod, sind Würfel. Ich setze wie immer viel ein. Aber ich hoffe, dass mich mein Glück nicht verlässt. Na toll, das tut es ja jetzt schon. Wie? Jetzt kann ich nur noch zwei setzen. Was ist das denn für ein Humbug? Sowas gab's noch nie, so ein Schwachsinn. Ja. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Drei Sechsen. Und er hat natürlich 4-5. Natürlich. Wie konnte ich auch denken, dass ich gewinne? Es ist immer so. Ah, ich erinnere mich schon wieder an Thaler. Bei dem war das auch so scheiße. So. Die drei. Ha! Voll Haus. Genial. Und das mit einem Wurf. Na, was machst du dagegen? Nichts. Ich würde sagen, mein Freund, es steht 1-1. Entscheidende Runde. Ich frag mich, wo der Kerl die Kohle her hat. Immerhin ist er tot. Das sieht auch nach einem Vollhaus aus. Ja. Irgendwie ist es seltsam, dass man das hier so oft kriegt. Ich glaube, ganz zufällig ist es nicht. Und gewonnen. Wir haben gerade 1500 Erfahrungen gekriegt, glaube ich. So, damit haben wir jetzt, soweit ich weiß, alle Pokerspieler bis auf den letzten besiegt. Oder ich glaube, es kommt doch noch einer. Aber dafür müssen wir in ein anderes Gebiet. So, wie wir sehen, haben wir das jetzt auch erkundet. Die eingestürzte Brücke, was hat es damit auf sich? Ich glaube, bei Tag ist hier jemand. Okay, die ist wirklich eingestürzt. Okay, dann werde ich jetzt ins Dorf zurückkehren.
Und mal schauen, was ich noch so alles treiben kann. Oh Gott, Riesentausendfüßler. Nein. Ich will mal kurz in mein Bestiarium gucken. Ach, ich hab die schon drin und verschlinge auch. Dann kann ich die ja doch töten. Das Einzige, was ich noch nicht drin habe, sind Flatterer. Sieht cool aus, wie er da so aus dem Boden bricht. Hat irgendwie sowas von Glasscheiben. Und wir machen ganz schön viel Schaden, merke ich gerade. Und tot. Immerhin 225 Erfahrung. Übrigens haben wir bei dem Verschlinger einen Verschlingerzahn gekriegt. Den brauchen wir für unseren werten Freund Zahin Schmarz. Der überhaupt keine Parodie auf einen Zahnarzt ist. Jedenfalls treffen wir ihn in Kapitel 5 wieder. Und man sollte möglichst alle Zähne, die man nur in bestimmten Kapiteln sammeln kann, die sollte man wirklich behalten. Da wäre zum Beispiel der Bargästschädel, den man nur in Kapitel 1 kriegt. Wie, der Schmied ist noch draußen. Ja? Leb. Bei dir kann ich wohl nicht schlafen, dann gehe ich mal in dein Haus. Ich gehe einfach in dein Haus, während du neben mir stehst. Wie, auf einmal schläfst du hier? Hä? Okay. Frau des Schmieds. Seid gegrüßt. Was führt euch zu mir? Ein herrlicher Duft. Hä, wie steht er denn auf einmal da? Ich koche den traditionellen temerischen Sauerkrauteintopf. Habt ihr Arbeit für mich? Wenn ich es recht weiß, ist ein Hexer eine Art magischer Krieger. Ja. Ich töte Ungeheuer, Ertrunkene, Kikimoren. Ich brauche euch sicher irgendwann. Habt ihr Arbeit? Ich hoffe doch. Ja, ich habe schlimme Probleme mit meinem Mann. Was ist passiert? Der alte Narr hat sich einen Succubus angelacht. Er glaubt, ich höre ihr lüsternes Treiben des Nächtens. Okay. Ich soll den Succubus verscheuchen? Ich kenne ein altes Volksmittel von meiner Mutter. Ich brauche 9 Handvoll funkelnden Staubes vom Haar der Mittagserscheinungen auf den Feldern. Liebe die Frage der Bezahlung. In meinem Kräuterbuch stehen alle Kräuter, die hier in der Gegend wachsen. Okay, das ist nützlich. Staub, der den Succubus verscheucht. Und das Buch gehört euch. Okay. Ich nehme den Auftrag an. Abgemacht. So, bei dem Quest ist es so, man könnte jetzt den Mann ansprechen und dann könnte er versuchen, Geralt auf seine Seite zu ziehen. Dann müsste man andere Substanzen sammeln, nicht diese Sachen von den Mittagserscheinungen, aber im Endeffekt ist es völlig Wurst. Es ist egal. Und deswegen mache ich das ruhig so. Ich denke, ich werde jetzt zum Gasthaus gehen. Und da schlafen, bis es morgens ist. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Wir müssen noch mit Julian reden. Wir müssen noch, keine Ahnung, wir müssen alles Mögliche. Ich will gar nicht wissen, wie lange das alles noch dauert, aber who cares? Tür auf. Wieso muss ich das eigentlich immer machen? Wieso bleibt die nicht auf? Wieso steht Julian hier? Es ist schön, euch zu sehen. Ebenso. Was ist passiert? Alina ging auf den Feldern spazieren und kam nicht wieder. Ich verliere noch den Verstand. Oh. Geralt, bitte helft mir. Gut. Na gut. Ich mache mich auf die Suche nach ihr. Danke. Ich will ja gar nicht wissen, was da wieder passiert ist. Naja gut, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich werde jetzt erstmal eine Runde schlafen. Ich brauche eine Mütze voll Schlaf. Bis dann.